Okay, To the Moon ist älter. Okay, also das hier ist To the Moon, das nennt sich Episode 1. Ist ein Holiday Special. Ich glaube, es spielt ja um Weihnachten. Ich glaube, es geht auch tatsächlich um Eva und um Neil, die wir ja auch im Hauptspiel kennengelernt hatten. Aber ich habe nicht so viel gelesen, was das Informationen gibt. Ich weiß halt nur, dass es vom Release-Zeitraum halt vor A Bird Story kam und die Episode 2 oder Episode 2 nach A Bird Story. Weil in dieser zweiten man quasi in die Vergangenheit vom Hauptprotagonisten aus A Bird Story reist. Man ist anscheinend so ein bisschen zwiegespalten, ob man das vorher oder nachher spielen sollte. Also da gab es keine eindeutige Meinung. Selbst der Entwickler selber ist sich da ein bisschen unsicher. Und da habe ich gedacht, dann spiel's auf jeden Fall in der Reihenfolge, in der es erschienen ist. Dann haben wir auf jeden Fall in der zweiten auch mehr Bezug zu der Person. Ich mag Bananen. Hallo MXM. Einen wunderschönen guten Abend. Am Hero zum Beispiel. Das heißt, es könnte jetzt aufgrund der überaus deutlichen Beschwerde von Ihnen sein, dass der Sound jetzt zu laut ist, weil ich auf volle Pulle gestellt habe. Weil ihr sonst anscheinend nichts hört. Ihr hört es ja jetzt. Also, gucken wir mal, wie es ausschlägt. Sagt, wenn es zu laut ist. Lol. So, ich komme so ein bisschen zu laut. Das ist Neil. Neil mag Wasser. Es dürfte immer noch was zu laut sein. You rock. Noch leiser oder passt es so? Boah, der Spasti! Der will doch Eva nass machen. Der wird die ganz feucht. Noch was leiser. Ich mach noch ein bisschen leiser. Wenn ihr sagt, das wär... Es ist so gut. Ich liebe diesen Typ. Er ist einfach geil. Hey Eva! Jetzt ist okay. Ah, okay, dann mach ich wieder zurück. Da war das okay gewesen. Komm in mein Büro. Es gibt Neil, wo bleibst du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Er hat sich selbst nass gemacht. Sie hat ihn reingelegt. Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja. Und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag. Wirklich? Außerdem, ist das nicht ungefährlich? Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war egal, dass es auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlichen Dickkopf. Clary, wunderschönen Abend. Schön, dass du da bist. Ich habe dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst. Komm mal vorbei.
Es gibt etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party einmal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. So, wir haben die Kontrolle. Sie versuchen sich Büro von Neil Watts gegenseitig fertig zu machen. So wie es schon immer war. Ah, das ist mein Büro. Dr. Logan Boswell. Ich kann echt nicht verstehen, wieso sie dann einen Näherungsversuch unterbunden hat. In dem Hauptspiel, ne? Dabei ist er doch so charmant. Okay, da kommen wir nicht rein. Aber Neil. Komm, wir gehen mal rein. Hey, es ist noch nicht fertig. Was habe ich gerade gesagt? Ah, Clary, sag mal, ist alles gut oder nicht? Das ist mein Büro. Wie findet ihr es denn ab 18 Uhr mit Stream? Liebes Tagebuch, heute habe ich... Ups, ich sollte mein Tagebuch nicht einfach so hier rumliegen lassen. Am besten, ich schließe es gleich weg, bevor es jemand sieht. Zum Beispiel der Dr. Watts. Perfekt. Ah, für ihn ist es perfekt, weil er geht auch immer echt früh schlafen. Das stimmt. Für ihn ist es ein Gewinn. Oh, wir gehen gleich mal unten zur Party. 18 plus Streaming ist nice. Ungewohnt, aber okay. Für mich ist es nämlich tatsächlich auch ungewohnt. Immer noch. Bei mir, ja. Für mich sonst eine Stunde zu früh. Was? Willis Macmillan. Dr. Lisa. Lisa. Eddie Doyle. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gerade tatsächlich. Hier ist Dr. WC. Lol. Das ist lustig. Ah, hier hat er das Wasser geholt, ne? Bei Dr. WC. So, ich weiß nicht, ob ich rechts noch raus konnte oder nicht. Ach so, das war vom Boss das. Ja. Ja, ich denke, alles ein bisschen dran gewöhnen. Also 20 Uhr waren mir auf jeden Fall lieber. Weil jetzt muss ich immer früher essen. Und ich muss direkt nach dem Essen mit vollem Magen. Der WC ist für alle Stuhlproben bereit. Für alle? Was gibt es? Verschiedene Arten? Was? Ah, da fällt mir gerade ein, könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Nun gut, such dir eins von beiden aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Okay. Dr. Roxanne Winters. Oh, hey Eva. Roxy, alles in Ordnung?
Oh, naja. Wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da? Hm? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Ruft die jetzt wieder Neil an? Ich schreibe dir einen dreiseitigen Vortrag über Stuhl für dich, wenn du willst. Ja, bitte. Wenn du es mir schon anbietest, möchte ich ihn gerne haben. Und maximal Schriftgröße 12 in Tahoma. Damit du nicht schummelst. Du darfst Zeilenabstand 1,5 cm. Schau mal an. Wir sind auf einer krassen Party. Wir haben Ballons. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Das passt zum Mai. Ich meine, von der Temperatur her wollen wir uns ja mal nicht zu beschweren. Okay, das ist ein... Nein, kein Times New Roman. Alle Berichte, die ich so auf Arbeit mache, an Auswertungen, nehme ich immer Tahoma. Okay, wir reden mit dieser. Dr. Lisa Vakres. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, durfte Eddie was trinken. Und nun hört er nicht mehr auf zu reden. Ja, vielleicht braucht er einfach jemanden, der ihm zuhört. Ja, das ist es ja gerade, was ich fürchte. Die Alte! Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so seidig wie deins zu gestalten. Ja, eine Tragödie, schöner Hut. Ah, das ist er, der Dr. Logan Boswell. Hey, Eva! Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Eigentlich okay. Es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon warte später noch genug auf mich. Timer und ich diskutieren über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Ja, sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Der Gartenstuhl, der Bürostuhl, der Liegestuhl, so viele Möglichkeiten. Aber haben wir nicht von Stuhlproben gesprochen? Oder habe ich mich verlesen? Doch, Stuhlproben. Eva, Liebes. Guten Tag, Timer. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh. Wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein. Ich vermische ungern berufliche und private Angelegenheiten. Wow. Ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Lol. Geh weg mit deinem Neffen. Larry the Kingslayer. Wunderschönen guten Abend. Ein roter Mann im Haus. Also nicht so kräftig wie nun, aber immerhin rot, ne? Wollen wir uns mal nicht beschweren. Ich weiß, es ist schwer, dich darüber nachzudenken. Aber sich Sorgen zu machen, ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Oh, naja,
Sie wollte die Welt bereisen. Und, tat sie das? Ja, wir waren so an vielen Orten. Es war sogar einige dabei, die ich noch nie besucht hatte. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit. Lass dir nicht die Stimmung verderben. Ja! Weihnachten! So, jetzt haben wir hier noch einen Opa. Da bin ich. Stuhlproben ist bestimmt ein Begriff aus dem Bereich Theater, wo der Schauspieler sitzend auf einem Stuhl proben muss. Ah, ja. Ja, ich hoffe, das war der Fellfischlud. Nicht für mich, sondern für Sharks. Der war ja echt... Oh, ich muss meine Haare richten, sonst kommen gleich wieder... Oh, du musst zum Friseur. Du Idiot. Hey, Willis. Plural oder Willis? Willis. Ich glaube, Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Ach, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das? Ja, Willis und ich haben gehört, er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch 3 Haarsträhnen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Ah, er geht aber nicht. Aber wo ist denn der Kuchen? Kann ich keinen Kuchen mitnehmen? Ich fand den gut, Sharks. Rewe-Parkplatz. Nein. Da wartet doch nur ein schwächlicher Dota. Der ist ja nicht da. Da können wir noch ein bisschen über ihn lästern. Aber der hat ja irgendwas Seltsames gemacht. Wir gehen da jetzt gucken. Kann er nicht sein. Hört ihr das schon? Es ist schon wieder dieses Zeit-Zurückreisen-Geräusch, aber doch nicht zur Weihnachtszeit. Neil? Nicht, dass es sie wirklich noch reinigt. Es ist besetzt. Wehe, Neil. Nein, ich komme nicht rein. Ich gehe in mein Büro. Was ist denn nur mit ihm passiert? Danke, Franke. Danke, Franke. Hier komme ich nicht hin. Larry the Kingslayer, sagt dir das Spiel was? Oh, meine scheiß Nase juckt. Oder er ist auf Dr. Witt. Netter Versuch. Aber diesmal gibt es keinen Wassereimer. Alles in Ordnung? Du wirkst abgelenkt. Was? Ja, alles okay. Mir geht es gut. Egal, ich bin fast fertig. Ich rufe durch, wenn es soweit ist, Eva. Was ist mit dem Willis? Was soll mit ihm sein? Er ist ein bisschen auf Stress aus. Okay, zurück an die Arbeit.
Ach. Oh nein! Geduld ist eine Tugend, Eva. Mann! Edel und tugsam sei der Mensch. Mann, Frauen sind aber so neugierig. Komm, Eva, das war jetzt. Ach, Eva, kann doch nicht sein, dass du da... Mann, er hat gesagt, du sollst warten. Gehen wir doch mal auf die Party. Sollte er nicht den anderen dumm anschnauzen, weil er seine Freunde anpackt? Also angeschnauzt hat er nicht, aber er hat gesagt... Sie haben indirekt miteinander gesprochen. Zumindest haben... die wollten doch draußen. Er wollte doch seine drei Haare als Kampfutensil verwenden. Vielleicht als... Ah, das ist sein Büro. Zrecken. Wir haben den Hauptteil gespielt. Im Prinzip ist das eine Firma, die hilft sterbenden Leuten, ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Und zwar... Jetzt kommt's, die Leute wünschen sich was. Und dann kommen wir und gehen in seine Gedanken und verändern die Gedanken so, dass er das auch wirklich erlebt hätte. Im Prinzip erfüllen wir so seinen letzten Wunsch. Und von dem Hauptcharakter von To the Moon, der wollte halt auf den Mond reisen. Mit einer sehr, sehr traurigen Geschichte dahinter. Und das ist jetzt eine Special-Episode, die er rausgebracht hat. Der Entwickler. Neil wird jetzt zu einem wahnsinnigen Wissenschaftler. Wissenschaftler, ja. Willst du mir etwa sagen, Franke, dass der bis jetzt noch nicht wahnsinnig war? So, da sind wir wieder. Oh, sie hat nicht die Kontrolle übernommen. Ich liebe das Geräusch von knirschendem Schnee unter den Füßen. Das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Ich habe eine Tür gehört. Wer ist das denn? Hallo? Robert Lynn. Geh jetzt nach draußen, Eva. Ich weiß. Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Aber der Dr. Lynn, ist das derselbe Dr. Lynn? Das ist der Dr. Lynn. Er war lustig wahnsinnig, nicht böse wahnsinnig. Okay, akzeptiere ich. Ja. Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Okay, was machen wir? Gehen wir zuerst raus? Ich weiß eh nicht, wo eine Tür ist, um rauszukommen. Also gehen wir zu ihm. Es ist ja auch nur ein Holiday-Special. Das ist ein Geschenk. Er hat einfach ein Geschenk vorbereitet. Oder was meint ihr? Kann auch nur ein Geschenk sein. Ein lustig wahnsinniges Geschenk. Oder ein Wassereimer. Okay, die Musik sagt was anderes. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, mal wieder am Faulenzen, Neil. Mimi. Was ist das? Hier, setz dich. Wow, ein Origami-Hase. Kommen die Erinnerungen auf? Wow, bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast. Beruhig dich. Da waren Hunderte davon. Außerdem, es ist ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Was willst du damit?
Mach bloß nicht die Türe zu. Ja, da haben wir was vergessen, ne? Deine Erinnerungen auf Trab bringen zum Beispiel. Jetzt starte das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach, komm schon. Es war viel Arbeit, es zu erstellen. Lol. Was? Tada! Das ist total respektlos. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Die Gesetze dazu gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassiert. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Oh nein. Ein Spiel im Spiel. Ich wusste es. Nie wie die Weltherrschaft. Sag mir nicht, das ist Pac-Man. Ich kann kein Pac-Man. Oh, Enter. Okay. Da, John. Okay, ich habe einen Regenschirm bekommen. Lol, ich habe einen Weg frei gemacht. Ist das das Schnabeltier in riesengroß? Ja, Zombie. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist Eva, als sie uns angreifen wollte, damit wir nicht vorankommen. Kommt es dir bekannt vor? Ja. Der Leuchtturm. Oh, danke, dass du mir meine Fantasie zerstört hast. Das ist einfach so ein bisschen Revue passieren lassen aus dem Hauptspiel. Oh. Alles ist gut. Ich habe kein Herz verloren. Jetzt bringen wir das dem alten John. Den bunten Hasen von... Wie hieß seine Frau? River, ne? Von River. For River. Ah ja, hier, der Frank hat so gerade geschrieben. Wir gehen unten lang. Muss ich diese Dinger einsammeln oder ist es nur, wenn ich ein Herz verloren habe? Okay, ich habe was bekommen. Das müsste wahrscheinlich eingelegte Oliven sein, oder? Bestimmt. Ah, verfolgt ihr mich jetzt? Sabbat. Ist das Pac-Man? Hallo, Papiertüte. Okay, ich gehe einfach durch. Ich habe ja noch zwei Herz. Oh, schade, ich hätte mehr. Dann hol mal halt wieder ein. Siehste, alles ist gut. Ah, vor River und dem Schnabeltier.
Und der Casey Dan sagt die Musik, ja. Übrigens, Papier, du bist ja gerade erst hinzugekommen. Das Spiel hat der Neil für Eva gemacht. Ah, das war jetzt so ein Papierhase. Und den bringen wir natürlich zu uns. Der Moment, wenn man zu viel will. Okay, alles gut. Wo muss ich hin? Wir gehen hier hoch. Das ist einfacher. Für mein Skill muss dieser Weg reichen. Herz! Wir sind da! Und der nächste Weg. Neil für Eva? Okay, ja. Bis gleich, Loon. Oh, mein Loon. Das sind aber schnelle Oliven. Das sind... Ja, danke, Casey Dan. Dr. Willis McWill. Solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Was zum? Ah, wie niedlich. Der fliegende Kopf. Sollst du das sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Mal wieder am Faulenzen, was? Mann, ich wusste es doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Kusch, kusch. Siehst du, Eva, genau das passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ne? Larry the Kingslayer hat es eben noch gesagt, aber es hat keiner drauf gehört. Ich glaube, ich gehe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Drink vergessen hast. Spiel so lange ruhig weiter. Er hat die Türe zugemacht. Okay, okay. Aha! Aha. Ich brauche kein Herz. Okay, muss das alles auffüllen? Okay. Dann gehen wir mal runter. Die Musik klingt so, als hätte die Dan eingesprochen. Ah, hier. Was? Ich dachte, ich könnte das einsammeln. Kann ich nicht? Vier Herzen. Fehlt noch eine Ocarina und das Master's Word. Die Tür! Genau, die Tür, Mann. Schon mal gerade ein Herz? Ne, es bringt nichts. Das Schnabeltier da, da muss ich wahrscheinlich hin. Da komme ich nicht lang. Das Schnabeltier gibt's mir doch bestimmt. Da. Ja. Und dann müssen wir jetzt zu dem Typen gehen. Sie hieß, Oh, ich hab's nicht gesehen. Fug. Alter. Ich bin dumm. So. Ach, das war das... Hier ist keine Heilung mehr. Ja, egal. Brauchen wir nicht. Schaff mal ohne.
Ja, die guten Kesidan Soundforms. Endboss. Ah, das Hammerspiel mit den Maulwürfen. Das Schnabeltier. Ich könnte es ihr jetzt geben. Ah, das ist immer bald am Ende. Sie ist glücklich, sie lächelt. Arial oder Kalibri? Kalibri? Windings, ja, das ist. Kesidan passt echt besser, Windings. Ja, wunderschöne Grüße, Herr Dota Joker. Ist ja wie Battletoads. Was? Endboss! LOL! Kein Bock mehr. Ach, das Schnabeltier. Aber sie kann nicht los, oder doch? Comic Sans. Casey Sans dann. Sans bedeutet ja, glaube ich, auch einfach nur, dass da ein Schlingel ist. Hey Eva, wo's? Oh, das ist traurig. Er hat es extra für sie programmiert. Und sie geht. Bims an der PS4, also heute keine persönliche Begrüßung. Hörst du nicht? Oder? Weil Text schreiben kannst du ja. Hm? Genau. Casey Sunstan. Komm, wir lesen das Tagebuch von Eva. Ach, schade. Nee, geht doch nicht. Ach, oder war sie so traurig, dass sie jetzt wieder irgendwo eine Fort aufgemacht hat? Dauert wahrscheinlich zu lange. Ach so, du meinst jetzt für alle Leute. Ja, ja. Aber ich will eine. Vielleicht musste sie auch nochmal auf Toilette. Ich weiß es nicht. Eva? Bist du am Kacken? Ja, okay, ist keiner. Ich meine eher das Eintippen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber man kann ja, wenn man in... Achso, auf der PS4 weiß ich es nicht. Ja. Auf dem Handy kannst du ein Ad davor machen, dann musst du wenigstens den Namen nicht tippen. Ja, ja, nee, verstehe ich. Ich bin immer charmant. Neil! Okay, tschüss. Eddie Doyle. Puh. Sorry wegen vorhin. Was ist passiert? Du warst nicht dabei? Gut, wenigstens einer, der es nicht mitbekommen hat. Oh ja, toll, danke. Dr. Lisa Vacri. Das ist die Alte? Und dann sagtest du so etwas wie... Fühl mein Haar, fühle es. Mein Haar ist auf jeden Fall zart butterweich. Oh Mann, ich trinke nie wieder mehr als einen Schluck Bier. Vor allem, die sind doch alle schon weg, ne?
Ich habe gehört, du hast mal wieder irgendein Spiel in deinem Büro gespielt, hm? Gerüchte, eindeutig. Wo sind die anderen hin? Willis und Tamer sind auf dem Weg nach Hause. Keine Ahnung, wo Robert hingegangen ist. Ich bin überrascht, dass heute niemand zu einem Patienten gerufen wurde. Es war schon mal ein ruhiges Treffen zu haben. Ich bin kein Fischkopf. Hey, wir haben die Party doch schon verschoben, weil Lisa und Eddie letzte Woche noch einen Patienten versorgen mussten. Und dennoch kommst du nicht mal vorbei, um mitzufeiern. Ganz ehrlich, hängst immer nur vor deinem Computer, bist immer nur Videospiele am Erstellen und am Machen. Es ist echt schlimm. Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ja, ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Moment mal, wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue, scheint mir, ich würde mich auch oft aufregen, wenn du mein Partner wärst. Aber das ist natürlich nett gemeint. Was soll daran bitte schön nett sein? Wie auch immer, danke für die Info. Ich schau mal oben nach. Oder ich schau oben. Ich komm von oben. Wir wollen doch nur Weihnachten feiern. Einfach nur Weihnachten. Na, für einen Fisch? Ein Fisch? Das hat er Zeit für, der Dota, ne? So einen Fisch zu machen. Ich glaube, sie hat es aufgeregt, dass sie der Endboss war oder allgemein der einzige Gegner. Ich wollte gerade sagen, sie war es ja viermal in groß. Also hat ja richtig den Kopf aufgeblasen. Hä, diesen Raum kenne ich nicht. Oh, Fisch ist voll lecker. Aber sie war ja auch voll assi in dem Moment, die Eva. Dass sie natürlich da höhere Ziele hatte, das wusste man ja nicht. Sie hat es ja nicht gesagt. Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ich habe bereits genug davon. Ich denke mal, dass auch das Spiel ein Happy End haben wird, weil sie hat ja später dafür gesorgt, dass River und John ja wieder zusammen sind. So ist es ja nicht. Aber es gab doch auch noch Oliven. Genau, die hat sie nämlich. Ich muss die scheiß Oliven fressen. Bist du etwa wegen der Zombie was verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Ach Mensch, es war eindeutig ein Scherz. Ich werde ja fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber na, du weißt schon. Komm her, Neil. Nein, tu das nicht! Willst du mich schlagen? Ich habe Kara Kwon Chun trainiert, weißt du? Ha! Puh! Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich im Zaum halten. Sie gucken raus. Wahnsinn. So viele waren noch nie. Waren es noch nie, was? Roxy sagte, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht habe, dachte ich eigentlich, er wäre gut angesehen, Träume erfüllen und so weiter. Aber nur die Toten würden uns danken und nur die Sterbenden stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Ciao, Dota. Und öfter als mir lieb ist, zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut. Ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht?
All die Leute dort draußen, sie kämpfen dort für was? Für das, was sie für richtig halten. Puh, ja. Das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Sie sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung kundzutun. Aber wir sollten daran denken, dass sie es gibt, dass es sie gibt und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben und wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken hier? Hey, ich wiederhole hier nur den Mist, den Rob immer von sich gibt. Alles in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat, ich denke schon. Und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Wie sieht es mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Einkaufen sage ich immer, klar, habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach was, hier sind 20. So bin ich halt. Papiertüte, 10 Cent. Wohl eher Plastik. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. So billig bin ich aber nicht. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach. Aber, ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry wegen der Zombie-Evas. Oder Zombie-Vas. Was meint ihr? Zombie-Evas oder Zombie-Vas? Oh, Zombie-Evas. Aber du hättest es wirklich bis zum Ende spielen sollen. Ich sag doch, da kommt noch was. Hi, Knalli. All die Zombie-Evas tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch! Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnies und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in lieber 2 Wochen spielen. Jetzt ist es nicht drin. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz. Wir werden zu einem Patienten im kritischen Zustand gerufen. Moment mal, was? Ich verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los. Über sowas mach mal keine Witze. Du meinst das also wirklich ernst? Neil? Schwenkt jetzt die Kamera nach unten? Ja, schwenkt die Kamera nach unten. Ja, der Typ kriegt Geld. Eieieiei. Oh, das sind echt viele. Das war eine Holiday-Special-Episode, um zu zeigen, wie die zwei Weihnachten feiern. Warum protestieren die?
Den exakten Grund kann ich dir nicht sagen, aber sie protestieren, weil die Arbeit, die die Siegmund Corporation macht, nicht gut finden. Sie mögen das anscheinend nicht, dass man in die Erinnerung eines Menschen geht und diese verändert, um deren letzten Wunsch zu erfüllen. Das meinten ja, dass das nur die Sterbenden und die Toten ihre Arbeit schätzen oder ihre Arbeit danken. Da, ein Hint auf den Jungen mit dem Vogel. Habt ihr das gesehen? Bonustrack dieser Minisode. Kostenlos herunterladen. Googeln Sie nach A Bird Story OST. Ja, das war's. Das war die Minisode 1. Sache, die sind nicht lang. Die sind ja ganz kurz. Genau, die sind gegen die Manipulation in Erinnerung. Das denke ich nämlich halt auch. Dann waren es wahrscheinlich Tomaten. Ich habe hier auch am Anfang diese roten Knuddelbubbel gesehen. Sie wollen auch nicht die Sterbehilfe. Yay, jetzt gibt es traumhaft schöne Spiele. Bird Story. Und dieses traumhaft schöne Spiel, A Bird Story,